Exakt 5051 Verkehrsunfälle hat die Polizeiinspektion Aurich-Wittmund im vergangenen Jahr verzeichnet. Im Schnitt ereigneten sich in den Kreisen Aurich und Wittmund täglich fast 14 Unfälle. Das haben die Beamten jetzt in ihrer jährlichen Unfallstatistik bekannt gegeben. Für Hauptkommissar Hans-Friedel Walter, dem Sachbearbeiter für den Bereich Verkehr, sind die Zahlen teils besorgniserregend. Ja, für den Bereich der Inspektion Aurich-Wittmund können wir feststellen, dass die Unfallzahlen leicht gestiegen sind, ca. 2,6% mehr Unfälle. Bei den Verkehrsunfalltoten hatten wir 2013 9 Verkehrsunfalltote, die hatten wir 2012 leider auch zu verzeichnen. Bei den Schwerverletzten haben wir einen Trend, der für uns nicht zufriedenstellend ist. Da haben wir 228 Schwerverletzte gehabt, ca. 25% mehr Schwerverletzte gegenüber dem Jahr 2012. Die Zahl der Leichtverletzten veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Was den Beamten aber deutlich auffällt, sind die oftmals schweren Folgen bei alkoholbedingten Unfällen. Bei einem Drittel aller Unfalltoten, also 3 an der Zahl, war Alkohol im Spiel. Gemessen daran, dass es nur 97 Verkehrsunfälle wegen Alkoholeinfluss gab, eine alarmierende Zahl. Die Gesamtanzahl von Verkehrsunfällen aller Art steigt in den Kreisen Aurich und Wittmund in den vergangenen Jahren stetig an. Über den Grund kann die Polizei nur spekulieren. Zum einen, wenn wir uns die Zulassungszahlen anschauen, die steigen natürlich auch. Wir haben wieder mehr Fahrzeuge zugelassen. Die Fahrleistung müsste man dann berücksichtigen. In dem einen oder anderen Jahr spielt das Wetter auch mal eine Rolle, hat man eine lange Winterphase, wird sicherlich auch weniger gefahren, aber das wären jetzt so Spekulationen. Sicherlich nimmt der Verkehr zu, das ist sicherlich festzustellen und das kann man auch zum Beispiel im Stadtgebiet Aurich sehen. Altabendlich zur Raschauer erweitert sich die Staulänge hin und wieder auch mal. Einen erfreulichen Trend gibt es ebenfalls. Die Anzahl verunglückter Kinder bis 14 Jahre ist von 2012 auf 2013 um 26 auf 117 zurückgegangen.